on, Logan, bring it, Brock. Yeah! I need to go to my room and return Warren's flash drive. The Prescott dormitory? Good lord, Nathan's family owns my dorm? Tja, das ist ein Reichkind. Richtig reich. So, Allison? Oder Alicia? I feel like Alyssa and I should be better friends. Oh. Hi, Max. Auch wenn sie schon so ankommt. How are you doing? Fantastic. I'm by myself for eating chocolate. Pretty soon I'll be bonding with Victoria at the Vortex Club. I think you're better off reading Chicklet. Good point. Now if you'll excuse me. Ihr kriegt jetzt ja nicht so richtig auseinander. Sorry. I really have to find out what happens. Alle reden, bevor die Chickgäste auf der Treppe angeredet werden. Hey, Logan Robertson. All-American Asshole. Okay, nee, dann mit Arschlöchern redet man nicht. Hausmeister. Good old Samuel. Some people are creeped out by him. He's not creepy, just X-Files weird. Aber die Sätze hier. So, kommen wir jetzt hier rein, die lassen uns jetzt nicht durch, außer Wiegezoll wahrscheinlich. Oh look, it's Max Caulfield, the selfie hoe of Blackwell. What a lame gimmick. Even Mark, Mr. Jefferson, falls for your waif hipster bullshit. The Daguerrean process, sir. You could barely even say that. I guess you got your meds filled. No. Since you know all the answers, I guess you have to find another way into the dorm. We ain't moving. Oh, wait. Hold that pose. So original. Don't worry, Max. I'll put a vintage filter on it right before I post it all over social medias. Now, why don't you go fuck your selfie? Oh yes, Victoria. I'll get your bony ass out of my way. Ich glaube, es hat was damit zu tun, dass die Rasensprinkler hier an sind. Ich krieg dich ganz schnell da weg. Ja. Der hat dich wahrscheinlich hier angemacht. Alter, unheimlich. I could crank the sprinkler up and give Victoria and her clones incentive to beat it. Oh, wir werden einfach mal ein bisschen den Druck erhöhen. Was ist mit unserem kleinen Mobbing-Opfer eigentlich hier? Hey. Na, kleiner Kerl. Wow, die ist tot. Ich kann nicht mit ihr reden. Oder wir machen das so. Moment. Was könnten wir hier für Schabernack machen? Bisschen an der Leiter rütteln. Wir machen erstmal die Sprenkler ein bisschen weiter auf. Das bietet sich so gerade so an. Die Wasserpumpe. Jemand hat das Wasserloch vergiftet. Look. This main sprinkler valve looks easy enough to use. There's only one way around this. Okay, 1, 2, 3, auf geht's. What the hell? Are you kidding? Look at this! Chill, Victoria. It's just water. Yeah, water on my cashmere. Do you know how much this fucking outfit costs? You look great. I can't even chill on the steps. Was ist jetzt mit dem Eimer? Warum war der so wichtig? Do you understand English? Get lost. Nee, 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 nee. So, jetzt müssen wir irgendwie den Eimer da runterkriegen noch, ne?
wie? Der könnte nützlich sein. Setz mit dem mal Flausen in den Kopf. Damn, I missed something. I better rewind. Ich kann nicht mit ihm reden, wieso nicht? Auch nicht. Hä? Irgendwas vergessen? Okay, hier ist nichts. Aber was dann? I need to figure this out. Okay, das hilft mir nicht, wenn das die ganze Zeit kommt. Okay, jetzt haben sie sich wieder hingesetzt. Jetzt muss ich das Wasser wieder aufdrehen. This main sprinkler valve looks easy enough to use. What the hell? Are you kidding? Look at this. Chill, Victoria. It's just water. Yeah, water on my cashmere. Do you know how much this fucking outfit costs? You look great. I can't even chill on the steps. Das ist ein schönes Elektrokabel dahin halten, während die nass gemacht werden. Hm, geht auch. So, wie komme ich jetzt an den? She looks like a pissed off wet cat and she's still stylish. So, do you understand English? Ja, ja. Aber was? Ich hätte gerne den Ball. Alter, das macht mich gerade fertig. Rewind and find something. Vielleicht bevor der den Eimer dahin gegangen hat, dass ich das schon dahin kriegen muss. Komm, gib Gas. Okay, er ist noch dabei. Komm. Bleib unten. Muss ich das jetzt zeitlich abpassen? What the hell? Are you kidding? Look at this. Chill, Victoria. It's just water. Vielleicht noch bevor der Typ auf die Leiter tritt, damit er richtig nass wird. Geht's. What the hell? Was ist der schon oben oder was? Look at this. Chill, Victoria. It's just water. Yeah. So, hier muss ich einen kleinen Cut an der Stelle machen. Ja, Samuel müssen wir irgendwie auf die Leiter kriegen und er muss nass werden und muss sich erschrecken mit dem Farbeimer in der Hand. Andere Methode sehe ich da gar nicht. So. Also ich habe jetzt nochmal so weit zurückgespult, dass er hier die Tür aufgemacht hat. Aber ich bin immer noch nicht so ganz schlau. Ich muss die Szene nochmal neu laden. Also ich bin hier nochmal neu reingegangen und habe noch ein paar Sachen gefunden, wie zum Beispiel das Totem da hinten. Oder ich konnte jetzt auch trotzdem noch mit Katie, glaube ich, reden, heißt sie ja. Hat aber auch nicht viel gebracht, also es war auch nicht der Lösungsweg. Jetzt geht Samuel natürlich da hoch. Ich meine, in dieser Lösung, also das heißt nicht in der Lösung, sondern wenn das dann angezeigt wird, dass die Szene vorbei ist, dass ich irgendwas verpasst habe, kommt ja dann irgendwas mit dem Farbeimer. Also müsste ich ja, ich probiere das jetzt nochmal, vielleicht habe ich nur die falsche Stelle abgepasst.
Look at this! Chill, Victoria. It's just water. Yeah, water on my cashmere. Do you know how much this fucking outfit costs? You look great. I can't even chill on the steps. Aber er ist ja jetzt noch nicht mal... Er ist schon oben, oder? Naja, er geht jetzt erst dahin. Was macht er dann? So, er hat ihn einmal dahin gehangen. Wir müssen irgendwie den Eimer in die Richtung kriegen. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie das ging. Aber auf jeden Fall sind sie schon mal aufgestanden. Hier kann ich mir nichts mehr holen. Ich hätte die Vermutung, dass das irgendwie mit dem... mit den Jungs hier zusammenhängt, aber... I must have missed something. I should rewind. So, bis zu dem Punkt. Ich habe vielleicht eine Idee, wenn er das Ding dann dahin hängt und die springen dann auf. Na komm, ist der fix. So, ich lasse ihn jetzt mal da hochgehen und wenn er den Arm ausstreckt, vielleicht erschreckt er sich ja dann. So, ein bisschen abpassen. Ist er oben? Es ist schon zu spät. What the hell? Are you kidding? Look at this. Chill, Victoria. It's just water. Yeah, water on my cap. Weil er mein Cashmere, bla bla bla. Echt nicht raus. Do you understand English? Get lost. Komme ich auch nicht. Hilf mir. Es ist schon zu spät, wenn er da oben steht. Auf der Hälfte der Leiter ist. What the hell? Are you kidding? Wenn ich das sofort anmache, wenn er die Tür aufmacht. Uff, da war es aber anstrengend. Okay. What the hell?
Okay, das ging vorher nicht. Okay, let's see if this works. Was hat sie jetzt gemacht? Hat sie jetzt Wasser drauf gemacht oder was? No way! Ach. You okay, Victoria? Oh, Samuel, sorry. Wet paint is not good for hair, nope. Sorry. Get the hell away from me, weirdo! Hold on, hold on. We'll get some towels. We'll be right back. So move your ass before I dry. It worked. Don't mess with Max, bitches. Okay, und jetzt? Okay, mit der Erzfeindin reden. Hey, Victoria. What do you want, Max? Eigentlich hättest du es ja verdient, aber komm. I am sorry. That's an awesome cashmere coat. It was. But there'll be another. Okay, nein, hat sie nicht verdient. Well, you always seem to know how to pick the right outfits. I do have some talent. Mr. Jefferson told me. I've seen your pictures. You have a great eye. Richard Avedon-esque. He's one of my heroes. Thanks, Max. I hope those sluts get me a towel before they hang a sign on me. Nice, bro. You deserve a better shot. Sorry about blocking you and the go fuck your selfie. That was mean, but pretty funny. Unterstützt sie noch. You know? I know exactly what you mean, Victoria. I'll see you later. Au revoir. Victoria probably played me. I should have played her. Better get to my room before I find Warren. Ja, lass mich halt dann auch rein. Ach so. Gut. Ja, haben die Erzfeinde ausgetrickst und sich wieder gut gestellt mit ihr? Das ist natürlich auch nicht schlecht. Aber sie hat sich die Konsequenzen gemerkt. Das ist gut. Is this a Vortex Club or a Victoria Club initiation? Truly pathetic. Room 217. No way in hell am I ever going in here. Sind die gerade an mir vorbeigerannt, gell? Was hat sie jetzt gesagt? Victoria is going to be pissed we took so long. Dane is still a cheerleader at heart. Hört man da vielleicht noch was? Nee, schade, dass er die vielleicht zur Sau macht oder so. So, ein Map. Blackwell isn't that big, but it sure feels like a labyrinth. Welcome to Black Hill. So, wo sind denn wir denn hier? Da sind wir. 219, das ist unser Raum. Erstmal alles schön angucken hier. Nice atmospheric shot. Needs dusting. At least that's an alarm from this century. Looks like nobody won this TP war. There's nothing left but ghosts. Schönes missing Bild von der. She's missing. Somebody has gone crazy with these posters. Das regt sie schon selber auf. Ne? Could be fun. Glad I'm not the only lonely nerd around here. Thanks for the warning. Show is open, aber wir kommen nicht rein. Da hat jemand ein Pröbchen vergessen. Das werden wir so holen. So, 219. Wo ist 219? Poster. Was steht denn hier drauf? Mein Scheiß. Max Room. Da ist es. Sonst irgendwo? Hier ist offen. Oh, Victoria, give me a fucking break. Gut.
Gut, dann ab ins Zimmer.